Okay, dann alle blindfolden in 3, 2, 1. So. Dann Levo, der Hitler und nur der Hitler entblindfoldet sich in 3, 2, 1, legt seine Karte offen vor sich hin und blindfoldet sich wieder in 3, 2, 1. Jetzt entblindfolden sich die Faschos in 3, 2, 1, geben sich gegenseitig zu erkennen, schauen, wer ihr Hitler ist und blindfolden sich wieder in 3, 2, 1. Dann darf sich der Hitler wieder entblindfolden in 3, 2, 1, seine Karte wieder an sich nehmen und sich wieder blindfolden in 3, 2, 1. Und alle dürfen sich wieder entblindfolden in 3, 2, 1. Paul, ich habe leider gesehen, dass du Hitler bist. Ja, mach mal neu. Am besten machen wir neu. Ich bin auch unsicher in meiner Rolle, lass mal neu machen. Miller, hast du dir den Text nicht irgendwann mal aufgeschrieben? Das wäre mal eine Maßnahme, ja. Das wird es leichter machen, glaube ich. Ja, du kannst echt so. Das war halt echt keine Absicht, Mann. Ich wollte halt einen Frühstart machen, aber. Ja, Absicht, aber warum eigentlich? Ich habe wie bei der Formel 1, der mit schnellste Start, der wird halt überholen. Aber du bist schon Erster, dann hältst du den Platz. Ja, das ist so meine Weisheit dazu. Cella, Präsident. Ich wähle mich freiwillig als Kanzler. Guck mal, Sam schummelt sich jetzt in die Mitleidsschiene hier hinten. Ja, Sam ist natürlich ein Quatsch. Mit seiner Frau. Boah, hey, schau. Sam, bleibst du da jetzt wirklich hocken? Ja. Bitte geh zurück, das macht mich so kaputt. Frech. Du wirst von mir nur ein Niner bekommen. Für mich bist du auch ein Niner bekommen, wirklich. Geh an deinen Platz zurück, bitte. Du bist echt am falschen Platz hier. Jeder darf sich da hinsetzen, wo er möchte. Ach so. Dann setze ich mich vielleicht auch rum. Nein, schwarz. Gilt für weiße, schwarze und für pinke. Wir setzen uns jetzt alle um, aber wir nehmen die Karten nicht mit. Ja, die können auch an eine gute Rolle kommen. Das wäre halt auch witzig, wenn jeder random den Platz nimmt. Und dann immer nur von einer Person weiß, was er ist. Fände ich auch witzig. Ja. Hört sich sehr witzig an. Ha, das wäre mal eine Runde witzig, wo irgendwer reinschummeln würde, dass wir alle liberal sind, ohne dass wir es mitbekommen. Liberal, aber nur vier blaue. Ja, ja. Mann, ja, der Rest das wow. Das wäre so geil, Alter. Und wir alle das Fleisch nutzen. Das stelle ich mir cool vor. Ach, schön. Maxi, wie eine Karte reicht. Aha, daneben gelegt. Aber war die richtige. Ich hatte zwei rote und eine blaue und Maxi hatte die Wahl und hat die blaue gelegt. Das Traurige ist, ich hatte das keine Bescheid, dass Sam jetzt mit seiner Scheißaktion wirklich erfolgreich ist. Nein, dann mach ihn halt nicht erfolgreich. Ja, nein, ich will immer den, der als letztes drankommt. Tschüss, Ira sagt, ciao, ciao. Was habe ich gerade jetzt? Heiland! Ja. Jetzt. Heiland. Okay. Nein, wir sind Heiländer. Ja. Es kann nur einen geben. Oh shit. Alter, warum? Nein. Ach. Ja, wegen der Schummelleiter. Auf jeden Fall schon. Achso, die Mitleidschiene ist auf jeden Fall die Hitler-Variante. Dann haben wir schon mal. Also, Sam ist schon quasi confirmed. Hitler. Guck mal, direkt voll in Rage. Ja. Wir müssen einfach den Tisch umwerfen und nochmal anfangen. Ja. Sam ist nicht Gandalf, sondern Saruman. Gandalf der Weiße. Muss ich den Ding da hingehen? Saruman. Ja, siehst du. Woanders auf einmal. Das war das Falsche, definitiv das Falsche. Ja, richtig, das ist richtig. Sag mal die Wahl. Nein. Ich weiß, wie es geht. Habe ich die Wahl, lege ich blau. Ich will Patrick. Wie viel gab es dann so? Das weiß ich nicht. Hallo? Eine blaue. Ich hatte eine. Also ich würde rot legen. Will Paul was sagen oder irgendwie nicht so? Achso, nee, ich hatte zwei blaue und eine rot. Ich habe eine blaue weggelegt, dann ich dann die Wahl Ich hätte auch Sam auf mit zwei blauen forcen können, das ist richtig. Cool. Das, was du direkt gesagt hast. Ja, Patrick, du willst doch bestimmt eine rote mit mir zusammen. Ja, das ist fein für mich. Ja. Okay. Ich hätte das aber gerne mit dir. Präsident wieder eine blaue. Ich hätte gerne mit dir eine jetzt Nein-Stange. Rache und so wahrscheinlich. Achso, weil ich bei euch Nein gewählt habe. Ja gut, das verstehe ich, aber... Ach, Patrick ist einfach nur Anti, das ist normal. Anti-Klima. Ja, normal würde ich nicht sagen, aber.
Also bei so einem Move. Ja, ja. Paul, willst du was dazu sagen? Geil. Nee, dass du Andi bist, das wissen wir ja schon. Der klassische Mille-Move halt. Ne? So mal. Der Klassiker, ja. Ja, ich hatte eine blaue, hab die abgelegt und hab Patrick die zwei roten gegeben. Danke. Die zwei verschwinden lassen. Okay, dann ist Mille raus. Also es kann maximal eine rausgehen. Ja, Mille ist einfach raus. Entschuldigung, kann man nichts machen. Ich. Maxi, komm. Ich auch so. Maxi, komm, ich bin guter. Ja, es tut mir leid, Gerard, der schaut so bemitleidenswert aus. Alter! Beleidigt wieder auch. Nee. Er hat dich beleidigt, das gibt so, ein Nein, genau. Von Gerardo. Richtig. Ah, nee. Ich hab so eine Scheiße. Du bist nicht auf. 3-2, 3-mal Nein, 3 Faschos. Wie vor, 3-mal Nein. Maxi, mach mal 3 Faschos. Rote jetzt, dass ich eine schöne Auswahl gleich hab. Wir haben Chiller verloren. Chiller ist zu den anderen Faschos übergelaufen. Hey, nee, Chiller macht das schon recht. Gerade nur ein Fascho ist. Offenbar, ja, dass da nicht wieder eine rote dabei ist. Ja, Sam und Paul sind komplett anti, also das sind Faschos. Ich hab sie ein bisschen blau gelegt. Als Fascho bin ich niemals anti. Ich bin anti, also anti euch. Und dann baitet er mich auch noch rein. Ich wollte ja nicht. Würde ich mal sagen, wir spielen jetzt mal eher auf Sam und mich, weil wir die blaue gelegt haben. Nee, warte mal, Maxi darf noch checken. Wie gesagt, Patrick, your wish is my command. Ich habe 3 Rote rausgenommen für dich. Ja, danke. Also, warte mal, mach ich ja, eine Karte. Ich würde Daniel raus. Aber haut dein Kärtchen raus. Oh nein, ein Liberaler, wie schön. Ich schwör's dir. Ja, aber Daniel verschießt. Was? Okay. Ja, gut, Maxi ist Fascho dann. Logischerweise. Macht er jetzt die Aktion, was wir vorher besprochen haben, dass er Hitler ist und gerade sein Fascho opfert? Ich schwör dir. Boah, das wäre schon hart, aber nee. Maxi ist Fascho. Also Daniel Fascho. Das ist schwierig. Was hat er die eine blaue Fischung? Komm, Patrick, sag Daniel. Komm, Patrick, komm zu mir. Er ist Fascho. Du musst mir nicht komm, Patrick, komm doch zu mir jetzt. Das sind komm, lassen aber er hat mir widersprochen, glaube ich. Komm doch zu mir jetzt, Patrick. Ja, also. Alter, Maxi ist mir auch für Paul. Warum? Der hat doch. Ja, warum lässt du die Blauen verschwinden? Paul hat doch auch. Ich hatte 3 Rote. Ja, eben. Sehe ich auch. Paul ist. Oder ich tue das, was Sam sagt. Sam, ist Paul ein Guter oder nicht? Paul ja, aber Patrick nicht. Hey. Hey. Echt? Egal, wenn Patrick mir jetzt eine rote, wir wissen das. Wenn Patrick mir jetzt keine blaue, ja, aber hey, stopp mal, warum ist. Patrick nicht, wenn ich fragen darf? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Feeling von Sam. Okay. Er hat so eine Faschung eingewählt. Sam und Paul beide Faschos sind. Deswegen, ganz klar. Aha, alle dafür, die Faschos sind dafür. Wir sind beide Faschos und du gehörst uns dazu, Mille. Bitte was? Wir sind beide Faschos und du gehörst zu uns dazu. Aber Maxi ist auch Fascho, das passt nicht ganz. Achso, ja, dann hast du dich wohl vertan. Dann sind du Maxi Fascho und du musst noch einen anderen ausrufen von uns beiden. Wieso passt doch? Wir sind die Faschos oder Hitler? Wir haben dich uns gerade hier offenbart. Nee, Sam und Paul und Maxi sind die Faschos, ganz klar. Und du bist Hitler. Ja, ich würde einfach mal sagen, Hitler, also ist gut, aber ich wurde geforst, weil er mir 2 blaue gegeben hat. Ja, also hier ist angeblich dann eine blaue drin, oder die ist hier bei den 2 wahrscheinlich. Ja, bei Daniel. Nee, ich hatte 2. Aber das heißt, die ist halt eindeutig bei Daniel verschwunden. Ich bin Präsi, oder? Ja. Du bist Präsident, ja. Ja. Theoretisch kannst du jetzt mich oder Daniel noch confirmen. Könntest du? Oder du wählst einfach Sam. Oder du willst einfach eine von den anderen. Ja, was meint ihr? Was soll ich tun? Was du Sam wählen sollst. Ich will Sam. Oder wir müssen neu gemischt werden, richtig? Ja. Sam war noch nicht, oder? Das ist ein easy. Sam war auch schon. Der war schon. Ich hab schon blau gelegt hier. Wie ein guter Liberaler. Und Mille und Maxi sind im Bash, deswegen. Warum sind wir im Bash? Wait, wer tritt denn mit die Karten? Mille und Maxi, das hab ich schon gesagt. Ja, einer von uns beiden ist Fascho. Ja. Deswegen, ja, also. Beide von euch beiden oder beide? Ich würde schon, würd schon Sam machen, aber nur mal eine Frage, weil. Wer dreht meine Karten? Es wäre doch besser, jetzt einen von denen vielleicht zu konfirmen, als später. Da geht's ja nicht mehr. Ihr könnt auch einfach dauerhaft beide rausnehmen, weil wir dann safe einen Bösen rausnehmen. Meiner Meinung nach ist der safe nichts wert, aber ich würde es trotzdem machen. Ja, was soll ich jetzt machen? Das hat du aber einfach einen von den, bitte. Du kannst einen von den 2 wählen, der wird blau legen, weil er sich gegenüber des anderen proven will, egal was. Ja, oder er wird die rote legen und dann mit Levo und Bash gehen halt. Ja. Ja, aber das aber dann ist komplett gut. Aber dann bist du aber ja, außerdem Levo kann dann ja den Ex-Präsidenten stimmen. Okay, also bist du dafür, dass Mille gewählt wird, Maxi, oder wie?
Meinetwegen, ja, warum nicht? Ja, wenn er dann blau lebt, ist doch am Arsch. Weil er wird ja dann auf eine blaue geforst, das ist korrekt. Oder er wird einfach Sam. Ja, aber Sam ist als nächster ja auch wieder dran. Ist ja gut. Gut. Ja, und wir brauchen eigentlich schon mehr Informationen. Ja, ich finde das schon gut. Aber ja, liegt bei euch. Nehmt mich. Also ja, wenn, dann würde ich eher Chiller vorschlagen als Sam, aber das ist schon ja, dein Ding. Wäre ich auch eher Chiller oder halt Maxi oder mich. Meine ja, aber weil ich Sam beide das Wort gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Sam als nächster dran ist, Paul. Ja gut, dann kann Sam ja nachher gleich Karten wieder noch. Mich wählen. Ich drehe halt Paul, mein, du hast irgendwie meine Karten noch markiert. Aber wie denn? Ich habe schon ganz andere Sachen gedrückt die ganze Zeit. Wie kann ich das wieder wegmachen? Klick mal irgendwo linksklick noch hin. Mach ich die ganze Zeit. Jetzt immer noch? Warte. Ne, jetzt ist weg. Ja, okay, habe ich die ganze Zeit eigentlich gemacht. Strange. Paul kann nicht. Ja, vielleicht hast du so ein Feld oder? Gezogen und da waren meine mit dran. Also, Paul kann nicht. Nee, Paul kannst du nicht. Nein. Mich kannst du wähle einfach Sam, sei einfach vernünftig und mit Gandalf. Gandalf ist nie ein Fehler. Ja, genau. Ja, würde ich nicht. Wenn, dann eher Chiller. Ja, jetzt schon. Oder hör auf, was Mille sagt, der potenziell böse ist. Ach, Sam. Patrick, was meinst du? Ja, ich wäre bei Chiller, hätte es Mille nicht gesagt, deswegen bin ich jetzt bei Maxi. Nein, mach einfach irgendwas, ist mir egal. Hey, lass den Scheiß. Aber man, wie gesagt, kannst du auch, also ich wäre wirklich bei Chiller. Du kannst halt auch, wie gesagt, kannst du auch einfach Daniel nehmen. Und der muss dann die legen, außer er legt dann echt die Rote und dann kannst du den nächsten Präsidenten entscheiden. Ja, und was ist, wenn dann drei Rote ja, weitergeben, weil ich hat drei Rote, das ist doch auch kacke. Du gibst mir eine blaue und ich krieg eine blaue. Das ist korrekt, aber falls er Hitler sein sollte, dann nimmst du auch die Möglichkeit weg, in den nächsten Runden, also in der nächsten Runde Kanzler zu sein. Ach. Nein! Oh, das ist leider der Loose Move der Runde. Der Loose Move ist halt. Der Loose Move. Der zwei rote und drei blaue. Ja, ich würde mich schon gerne pufen wollen halt. Sam, was sagst du? Ja oder nein? Also ich bin. Meine Meinung ist nicht. Also wir wählen jetzt einer von den zwei, die safe böse sind. Also vor allem von den beiden. Den also, wir ja, jetzt aber jetzt ist halt doch nichts wert. Außerdem, falls ich echt den Hitler erwischt habe. Damit, mit der Falschokarte, dann wäre auch ziemlich geil, einfach die blaue zu legen. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem kann er dann nicht gewählt werden unter keinen Umständen. Wir machen jetzt auch einfach die blaue, okay. Mein Gott. Ey. Also wenn jetzt ja, hochkommt, also ist Miller safe der Falsche, dann muss mehr Bescheid. Ich frag mich, warum hier so ein Stress gemacht wird. Ich bin liberal und hab hier jetzt gerade noch gar keinen Druck. Chiller hat noch nicht. Achso. Ja, okay. Ja, egal. Ist aber trotzdem schon wichtig. Was ja, leg mal noch was, Chiller. Entschuldigung. Oh, ja, was hättest du denn gelegt? Der Stapel, nee. Ah, okay. Ja, jetzt okay. Auf einmal. Oh. Hat man noch die Nein-Karte in der Hand. Hätte eh nichts geändert. Hat aber auch nichts ausgewählt. Also die blauen müssen wir blau übergeben, die beiden blauen. Jetzt sind es am Ende drei blaue. Dann haben wir umsonst diskutiert. Yes. Aber nein, umsonst ist halt nicht deutlich. Ja, die blaue darüber, nicht dahin. Ja, leg die blaue wieder darauf. Ja. Dann machst du bin ich dafür. Das Deck. Nicht das Deck anschauen, da wissen wir, kann noch drin sein. Ja, aber nein, das Blöde ist, ich habe echt drei rote gehabt. Ja, also ich sag dir, der Stapel neue Mischfluch, den kenne ich. Okay, Sam, dann kannst du mich wenigstens wählen. Nein, Gerardo und den Präsidenten. Hey, wir hatten da gerade hier die Lupe drauf. Hätte den Stapel anschauen. Wie bitte? Irgendjemand hat gerade die Lupe auf den Nachziehstapel. Was ist die Lupe? Schau dir doch den Stapel an. Was? Ja, hier war gerade echt eine kleine Lupe. Ja, ja schon, aber die war auch schon vorhin in den ganzen Runden dabei. Also das ist halt, wenn man den Stapel anschaut. Dann sieht man, welche Karten da noch drin sind. Also das war weiß. Keine Lupe. Also rechtsklick Search, wenn du drauf machst. Achso. Oh lol. Das war weiß, glaube ich. Ja, vielleicht hat er sich vertippt. Keine Ahnung, ist Chiller noch da? Hallo, Chiller? Chiller? Ja? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Also die Lupe war auf jeden Fall weiß. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn er nichts gesehen hat, ist doch jetzt egal. Ja, aber das Fenster ist schon sehr groß. Also, wie gesagt, das Blöde ist halt, also... Ich kann jetzt dazu nichts sagen, weil ich hatte ja auch drei Rote. Ja, Chiller kann ja was dazu sagen. Ja, für mich sind es Levo und Maxi. Das kann ich ja nicht sagen, solange ich es. Warum sollte es Levo sein?
Genau, hä, das checke ich jetzt auch nicht. Ich konnte ja, jetzt. Ja, keine Ahnung. Es wurde halt einer gewählt, was ich gecallt habe. Kein, der Fasche sein kann. Es wurde einer der Fasche sein gewählt. Kann es sein, dass da zwei blaue drin waren, eine rote und dann hat die zwei, die einfach die eine rote durchgebracht haben, theoretisch, ne? Ja, das natürlich, aber dann ist halt das Problem, dass Gerardo trotzdem den nächsten Präsidenten wählen darf. Und wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann wählt er natürlich den nächsten Präsidenten als Fascho. Ja, außer wir sagen ihm, es muss Sam wählen. Er wollte Sam unbedingt gerade nicht, nehmen, dann kann er jetzt ja Sam nehmen einfach. Ja, dann bin ich zwar Präsident, das ist auch gut. Ja, aber dann besteht das auch in die Möglichkeit, dass Sam noch immer ein. Okay, also wollen wir jetzt Gerardo selber entscheiden lassen, was er macht, nachdem gerade Rote kam. Ja, Gerardo entscheidet sowieso selber, was er wählt. Wir können ja sowieso Nein sagen. Ja, jetzt sagen ihr könnt Nein sagen. Ja, aber dann ist ich kann auch dich nehmen, Paul. Nö, ich will, dass du Sam nimmst, bitte. Aber Sam ist dann zweimal dran. Ja, ja eben. Ich raff nicht, warum das ist schon so. Also wir haben gerade euren Move gemacht und es kam Rote. Kann ich euch mal abschließen? Ja, das aber... war bitter, das stimmt. Deswegen, ich kann doch dich nehmen. Paul, das wird doch neu gemischt. Ja, es kann schon passiert sein, aber trotzdem ist es... Ja, es wurde neu gemischt, aber trotzdem ist es alles also noch drei Blaue drin. Ja, was meint ihr, wen ich jetzt, Presi? Ich bin bei Paul oder bei... Oh, du willst Maxi als Presi, der ist ja safe liberal jetzt. War ja die Aussage für den Move gerade, dann kann der andere, das ist der andere Puff, wenn der andere rot wählt. Das war so klar, dass es das nicht funktioniert, ja. Dass wenn wir jetzt einen von den safe Bösen nehmen, ja, das war so klar, wir nehmen einen von... Also der nur, also... Nee, Maxi, der kannst du nicht nehmen. Nein, wieso, du kannst mich nicht nehmen. Darf ich drüber reden? Wieso spielen wir eigentlich jedes Mal so und sagen, wenn zwei Leute sich quasi gegenseitig rauchen, dann nehmen wir die raus und wir wählen die dann trotzdem jedes Mal. Und nehmen die eben nicht raus, die Leute. Ja, deswegen habe ich Nein gewählt. Ich war auch gegen den Move. Ich war komplett gegen den Move. Ja, aber wenn, falls er echt die vierte Blaue nicht legen möchte und stattdessen die Rote legen muss, weil er weiß, dass... Ja, aber das kannst du immer sagen, dass du sie legen musst. Ja, aber nee, Maxi, kannst du nicht, wenn der Präsident nicht auch böse ist. Ja, aber Maxi, ja, wenn du jetzt liberal wärst, wenn du jetzt liberal wärst, dann musst du auch sehen, dass Paul und ich eigentlich recht liberal argumentieren. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass hier Levo auch noch Fascho ist. Das heißt, er wird 100% hochkommen. Ja, die Möglichkeit besteht natürlich immer. Und schön, dass der andere böse, der hat einen Kartenstapel. Also ich bin bei Paul oder bei Patrick. Da würde ich. Nimm mich raus, dann wählen wir Nein. Na, du kannst, meinetwegen kannst du echt Paul wählen. Wenn ihr dann so drauf... Ich würde aber viel lieber als Kanzler von Sam gewählt werden. Weil, ich, ja, oder ja, gib mir Präsi, komm, gib mir Präsi, passt. Ja, aber den, ja, aber trotzdem auch Hitler. Gib mir mal den Präsi, Schuss, wenn es, falls echt noch eine Rote kommt. Ja, das hieß natürlich auch noch ein Ding. Deswegen, dann mich doch lieber, mich doch gerne Präsi. Gib Paul. Yes. Wenn du es mir nicht gibst, gib's Paul, ja. Und wen wählt Paul dann? Mich hoffentlich. Paul wird dann Sam. Ja, Sam? Also warum committet ihr euch? Ja, stopp mal. Ja, genau, ich will wissen, wen ihr als Kanzler wählen wollt. Ich will dann Sam als Kanzler, wenn du mich jetzt... Ich hab blau gelegt. Ihr da oben habt nur rot gelegt bis jetzt. Oder Patrick vielleicht, weiß ich nicht, verdrängt. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie im Moment bei Sam, Paul und Maxi. Ja, Mille, du hast gerade die rote gelegt und du hast ein Beef mit Maxi, wo 50-50 Chance ist. Also ich hab Paul vorhin zu zwei Blauen geforst. Also ich war bei Blau beteiligt. Patrick, ich weiß nicht mehr, ob ich noch bei Blau. Also einmal wäre Sam Kanzler, Patrick, wäre bei dir Kanzler? Bei mir wäre Kanzler, ja, das ist eine gute Frage. Ich tendiere zu Chiller, aber ich kann es noch aktuell noch nicht sicher sagen. Ja, was hat Chiller die Runde gemacht? Nix, aber ja, das ist nix macht Problem. Ihn irgendwie weniger unverdächtig als alle anderen. Ja. Ich weiß nicht, Sam und Paul, die ja, ist schon... Also aber die committen sich sehr stark aufeinander und ich ja, finde, sind, also ich fixieren sie schon sehr stark aufeinander. Ich die Argumentation Boah. Nicht, aber ja, habe ich mich jetzt sein, echt ein. Ich glaube, Patrick ist in dem Fascho-Team noch drin. Also in der Runde bin ich mit Paul einfach auf einer Wellenlänge, deswegen... Ja, aber... Ja, also nee. Da oben. Also okay, Paul, ja, tut mir leid, Mille, soll ich immer einen von deinem Team wählen, nachdem du schon rot gelegt hast? Irgendwie habe ich das gerade auch so ein bisschen rausgehört und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die Frage ist, nächste Runde, Sam, wenn, falls echt eine blaue kommen sollte und die nächste ist dann eine gewinnende... Wenn du natürlich eine Blau legst, wen würdest du danach wählen? Aber wissen tue ich es nicht. Das ist also, jetzt dass mein die Liberalen halt um Mille so rum so reden, das verstehe ich halt nicht. Bitte? Ich glaube auch immer noch, dass der Move, dass wir gerade die Rot jetzt haben, einfach komplett dumm war. Dass wir jetzt wieder einen von den zwei, wo es einer safe ist, die Chance geben.
Und so, wissen wir jetzt mehr oder wissen wir jetzt nicht mehr dadurch, dass sie die rote gekommen ist? Nein, ja, Paul, das ist ja mein Problem. Ja. Doch, es tut mir auch leid, das war ein Fehler von mir. Es tut mir leid. Es hätte halt dann funktioniert, wenn Levo eine blaue gehabt hätte. Genau, hätte ich eine blaue gehabt, aber hatte ich ja leider nicht. Ja, kann auch sein, dass du blaue hattest und dass du die auch verschwinden lassen hast. Ne? Ist immer noch möglich. Ja, das ja gut, ist möglich, klar, aber was soll ich jetzt sagen? Ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht hatte. Ich sehe da ja diese Runde Mille, Patrick und Gerard. Also mir zeigt sich jetzt gerade durch das sehr, sehr viel, muss ich sagen. Können wir schnell Ja wählen? Weil, also die Sache ist die, Gerardo hat euch jetzt das Dekram anvertraut, Sam, Paul. Damit seid ihr zu zweit und ich bin auch liberal, falls ihr liberal sein solltet. Es sind schon drei. Plus Gerardo dann angeblich, was vier wären, aber einer von den beiden, Mille und Maxi, muss es ja auch noch sein. Ich habe nicht gesagt, dass Gerardo, Ich vertraue da auf die Expertise von Paul und Sam. Du musst da jetzt auch natürlich nicht Gerardo zwingend reinnehmen, ne? Zu dem ja, Paul, was habe ich jetzt? Ich glaube, deswegen, dass Levo liberal ist, sonst sich von den beiden ins, ich halte mich jetzt besser raus. Nein, ich sage ja nicht, dass du safe nicht bist, das sage ich ja nicht. Ich glaube eigentlich eher, dass Patrick noch ein Böser ist. Aber ja, ich glaube. Also kommt auf einmal Patrick. Ja, aber die Frage ist halt echt, falls, wenn jetzt eine drei Rote kommen, dann wissen wir ja auch, dass Gerardo gelungen hat, eventuell. Beziehungsweise, was ist, wenn die unter die Beine sind, erfrieren ein Team? Kann natürlich auch sein. Die Frage ist, wenn erschießt du dann, falls es echt zu diesem Spezialfall kommen sollte. Wenn jetzt eine Rote kommt, wenn ich dann erschieße. Wenn jetzt drei Rote kommen sollten, wen würdest du erschießen? Sam nicht, weil Sam ist dann safe nicht Hitler. Weil er dann gleich Dings ist. Also Sam würde ich auf jeden Fall nicht erschießen. Dann müsste ich überlegen, wenn ich erschieße. Kann ich noch nicht 100% sagen. Kann ich noch nicht 100% sagen. Aber wie gesagt, vielleicht Gerardo, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten wäre, dass die drei Roten, also dass das nicht hinkommt. Was? Ich? Oder? Also ich würde Mille erschießen, ehrlich gesagt. Ja, könnte auch sein, ja. Okay. Warum willst du mich erschießen, also, Mann? Also 50-50. Leg mich fast. Paul, Sam. Jetzt würde ich drei Rote kommen. Dann ist halt schon wieder unwahrscheinlich. Zweimal drei Rote. Ich glaube, Levo hat einen Fehler gemacht. Und Patrick und Schill ist natürlich relativ safe. Was ist? Paul, wenn ich mich jetzt auf dich committe, dann musst du Chilla oder Gerardo wegschießen für mich. Okay. Danke. Und was du denn einfach wegschießt. Ah, ja. Ja. Jetzt stopp mal, Patrick. Warum Chilla? Also okay, er ballert mich weg, ist kein Problem, aber warum wollt ihr Chilla wegballern? Ja, pass auf, wenn ich mich auf Paul und Sam committe als Liberale, bin ich selbst auch noch liberal. Sind drei Leute und Mille oder Maxi sind liberal. Dann bleibt nur noch Chilla und du übrig. Ihr könnt mich gerne wegballern, kann ich ja in Rauchen gehen. Ah, okay. Das ist interessant, dass hier nur zwei Niner kommen. Sam? Also Hitler, ich glaube halt, dass die gut sind. Und schon mal gut. Deswegen. Okay, das ist sehr gut. Das ist schon gut. Nein, tut mir leid, ich wollte die Runde als Test nutzen, dann hättet ihr euch umgekehrt noch wählen können. Also Sam, Paul. Ja, aber das geht natürlich nicht. Deswegen ist auch die Frage, falls jetzt echt noch eine... Wenn jetzt natürlich die Rote kommt, ist natürlich scheiße. Weil dann... Ja, nee, ich wollte nur mein Nein begründen, bevor ich weggeballert werde. Okay, sehr gut. Okay. Ich habe die Wahl, mich erschießen zu lassen oder nicht. Hattest du eine nur? Ich hatte ja zwei Rote und eine Blaue. Blaue, zwei Rot. Dann sind hier jetzt noch angeblich zwei Blaue drin. Nee, eine, zwei. Warte, ich habe das Kanzlerschild, habe ich, oder? Kommt drauf an, ob Levo so eine hat verschwinden lassen oder nicht. Ja. Hab ich also nicht. Angeblich könnten zwei drin sein. Ich habe also die Wahrscheinlichkeit ist halt recht hoch, dass jetzt ein Schuss fällt. Ja, geht eigentlich bei zwei. Ja. Kann funktionieren. Theoretisch können auch gar keine drin sein. Du darfst nicht einen Hitler erwischen. Meinst du? Das ist ein Hitler. Darfst du erwischen. Du darfst keinen Hitler erwischen. Oder war das ein falscher Versprecher? Ein vom Brot, meine ich. Ich Achso, ja, ja. Also ich habe gerade zwei rote. Ja, das wäre ungünstig, aber Hitler wäre natürlich noch schlechter. Sind noch zwei blaue drin? Ja, wenn Levo keine hat verschwinden lassen, dann sind zwei blaue drin. Ich habe keine verschwinden lassen, wirklich. Ich überlege gerade wirklich, wenn da wirklich zwei drin sein sollen, können wir auch dreimal einfach random theoretisch durchwählen, aber es ist zu riskig, glaube ich. Das ist oben. Aber wie gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gerardo hat verschwinden lassen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gerardo und Bill in einem Team sind? Kann gut sein, ja.
Ja. Also ich sehe immer noch, ja, Patrick, ich sehe immer, von meinem Feeling, also Gerardo, Mille und Patrick von meinem Feeling. Also ich bin ja relativ die safe, Bösen, nicht böse. Ja. Und Sam ist relativ safe, auch nicht böse. Damit haben wir zwei ja schon mal drin, die schon mal safe, also ja, relativ voll, safe sind. Du hast dich leider so früh festgelegt, weil ich ein bisschen gegen euch geshootet habe, zugegebenermaßen. Ich würde Maxi wählen, Sam, tatsächlich. Aber fandest du meine Nein-Argumentation gerade nicht gut? Ich finde dich immer gut, Patrick, immer. Ja, okay, ja, dann... Aber ich würde Maxi jetzt wählen, weil ich glaube, dass bei dem Ding halt Mille der Böse ist. Und deswegen ist ja Maxi logischerweise der Gute, außer die haben den doppelt bösen. Hey, chill, lass mal lieber warte mal. Mille hat gerade ein einzelnes Nein gelegt. Kann mir daraus... Ja, nicht Maxi, logischerweise. Maxi, wen soll ich wählen? Du kannst, also ich bin gerade überlegen. Also ihr beide seid jetzt safe nicht. Also ich gehe davon aus, dass ihr beide es nicht seid. Also ich bin mehr was. Paul, ich wäre eher für Patrick. Also das ist halt dann Daniel und ich glaube halt mit Lever und dann entweder Chiller oder Patrick in einem. Ich bin lieber für Patrick. Und wen soll ich wählen? Ja, optimal natürlich mich. Aber das kannst du natürlich nicht einfach so machen, weil... Ja, genau. Ja, den können wir dann einfach so wählen. Mich, ja, lieber. Mich, weil du, also Chiller und Gerardo nicht. Und bei Mille und Maxi hast du eine 50-50 Chance. Ja, das kannst du natürlich einfach so sagen. Gerardo, wen soll ich wählen? Also ich bin auch bei Patrick. Wen soll ich wählen? Bei Patrick. Ich sag mal was. Gerardo mich gut redet, finde ich gerade sehr interessant. Wähl mich einfach. Chiller, wen soll ich wählen? Wähl mich. Also ich glaube nicht, dass Maxi hat ja bei Mille gesagt, Maxi hat Mille seine Karte kontrolliert, oder? Ich glaube nicht, dass Maxi als Hitler den Beef eingehen würde, weil Hitler spielt ja nicht aggressiv. Das heißt, wenn, dann ist er Fascho und nicht Hitler. Ja, aber das hast doch gesagt, Hitler spielt auch aggressiv. Wir hatten tausendmal die Argumentation jetzt schon, tausendmal, jedes Mal hat die gegolten, ne? Ja, dass Hitler ja nicht aggressiv spielt. Das heißt, wenn, dann ist er Fascho, wenn er die rote Weg kannst, dann erschießen. Also du bist noch. Ja, das Ding ist halt, hatten wir halt das mit dem Witz, das wäre halt ein geiler Move für Hitler seinen Faschokollegen. Ja gut, ja, aber das ist trotzdem unwahrscheinlich. Ja, ist es smart. Ja, in dieser einen Situation wäre es jetzt smart gewesen tatsächlich. Ja. Soll ich fallen lassen? Nein. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, also wenn wir nach dem, es heißt ja immer, der Hitler spielt nicht aggressiv, sagen ja immer alle. Und deswegen glaube ich nicht, dass ein Hitler da am Anfang quasi also einen als böse konfirmen würde. Paul, bist du wirklich Fascho? Ich bin nicht Fascho. Ich habe ja wohl gerade dir wieder die blaue aufgegeben. Ja, vielleicht hättest du zwei, dann hattest du keine Wahl. Nee. Also krass. Würde mich wählen. Wie bitte? Chiller, sag. Ich habe gesagt, ein liberaler Sam würde mich wählen. Ein liberaler? Wieder, okay, ja, dann bin ich dagegen. Wir wissen doch von Chiller gar nichts, oder? Genau, darum geht's ja. Aber vielleicht ist das die Aussage. Ja, du fühlst dich auch recht drüber. Also, ein liberaler Sam würde mich wählen, so. Okay. Wer bietet mehr? Ich bin immer noch bei Patrick, ehrlich. Ich bitte eine blaue Karte auf den Platz. Ich bin bei Patrick. Ja, ich bin. Ja, nein, dann ist es für mich Gerardo, Daniel. Ja, Gerardo versucht mich. Gerardo, Daniel ist es für mich auf jeden Fall. Also ich weiß halt nicht, ob Patrick oder Chiller zu Gerardo und Daniel dazugehören, das weiß ich halt nicht. Alter, Patrick, ich denke halt, dass du liberal bist und deswegen... Ja, das weißt du vielleicht ja auch. Ich glaube nicht, dass Maxi seinen Kollegen am Anfang wegschießt und ich glaube auch nicht, dass Maxi als Hitler einen Liberalen blamen würde als Böser und sich damit aus dem Spiel rausnehmen würde als Hitler. Glaube ich beides nicht. Es spricht beides für Maxi. Natürlich kann es sein, dann wäre es der Killer-Move des Jahres, aber ich glaube es nicht. Kommt von Killer-Move. Wenn es ein Killer-Move war, dann GZ. Aber glaube ich nicht. Ich mach den 50-50-Move mal mit. Eure Verantwortung. Irgendjemand mit meine Karten. Also bin ich dagegen. Ja, GG, Jungs. Jawohl! GG. Ja, okay, dann war's der Move. Dann war's der Move. Oh, geil. Ich hab gedacht, dass Paul noch mein Kollege ist. Ach, Mann. Also ehrlich, der Move war recht safe nicht. Ich dachte aber tatsächlich, dass es auch Chiller ist. Und aber können wir dann damit jetzt für die nächsten Spiele endgültig confirmen, dass der Hitler auch aggressiv spielen kann, weil es immer heißt, Hitler spielt nicht aggressiv? Ja, kann, aber ist eigentlich nicht Meta. Muss man keine Ahnung, weil ich habe so oft schon, weil jedes Mal heißt, Hitler kann nicht aggressiv spielen, aber wenn wir irgendjemanden, weil wer aggressiv spielt, wählen wir halt nicht. Ja, aber weil das Risiko halt viel zu hoch ist. Ja, aber ich will es nur wissen, aber ich sehe das ganz oft.
Das ist aber kein Reward. Das Gute, aber normalerweise ist, ich habe ein Patrick psychisch rausgenommen, so. Gerade, hast du, wie viele Karten hast du Mille gegeben? Ich bin unsicher. Ich wusste nicht. Ich habe echt drei rote gegeben. Okay. Ich schwöre. Was du hättest machen können, du gibst mir die zwei roten und sagst, ich hatte eine blaue. Und reitest mich auch komplett noch mit rein. Das hätte Maxi nochmal safer gemacht. Ja, sorry, aber ging's ja auch, aber das wäre, glaube ich, der Killer-Move gewesen. Das wäre richtig crazy. Das wäre eine crazy Runde gewesen dann, ja. Das wäre genau das, die letzte Runde, nur dass es dann wahr ist.